alles, was für mich jetzt hier reinrasselt, in Trophäengröße, ist für mich der erste Fisch sozusagen, den ich hier als Trophy fange. Noch kein Fisch hier gefangen in Trophäengröße am Donetz. Bisher super selten hier geangelt. Und ja, wir gucken heute mal, ob sich das nicht irgendwie ändern lässt. So, dann mal raus damit. Ich habe hier gerade Spots gesucht. Ich habe gerade im Discord habe ich mich umgeschaut. Ich habe gedacht, komm, da muss doch noch mal ein bisschen was gehen. Alter, ein bisschen was ich noch nicht so richtig habe. Und zack, habe ich gesehen, Alter, hier am Donetz, da gibt es doch ein paar Stellen und einige Fische, die ich noch gar nicht gefangen habe. Das könnte man noch mal machen. Also habe ich dann noch mal rumgesucht, habe dann im VK auch was gefunden, tatsächlich recht aktuell. Und dann habe ich gesagt, komm, gehst du mal hin und testest du. Was ich zuerst gedacht habe, wäre zum Beispiel sibirische Plötze. Sensationeller Fisch, bringt ganz gut Kohle rein und fehlt mir. Hätte ich gerne als Trophy. Und da denke ich mir, alles klar, kann doch nicht so schwierig sein, hole ich mir mal. Stand hier gerade ein bisschen rum, habe ein wenig ausprobiert, schön so auf 1 Meter Tiefe, hier auf 42, 132 am Donetz. Und ja, was ist reingegangen? So einerlei Verschiedenstes. Also Siechlinge sind reingegangen, es sind irgendwelche Haseln reingegangen, es sind Heringe reingegangen. War jetzt gerade auch hier wieder in den wöchentlichen Rekorden drin. Wer angelt schon auf Hering? Da passiert das schon mal. Ja, und was ist noch reingegangen? Krabäm, allen. Es ist gerade tatsächlich auch noch meine erste Trophy reingerasselt hier. Erste Trophy am Donetz. Ist das der Hammer? Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt meine erste Trophy war. Alter, Schwarzmeer Seelaube geht hier auch, ey. Auch schick. Super cool. So von dem fast transparent silbrig. Sehr, sehr cool. Ja, gucken wir mal kurz rein hier in den Kescher. So sieht's gerade aus. Und da ist der Brocken, der gerade Bock hatte. Am Donetz Brockenkäfer, Larve und Eintagsfliege mit 1,6 Kilo. Kann man machen. Schöner Fisch, so ein oller Siechling. Sieht tatsächlich mit 1,6 Kilo im Wasser erstaunlich groß aus. Da habe ich echt gedacht, Alter, was ist da denn? Kam da so ein langer silberner Brocken auf einmal angeschwommen. Krasses Teil. Dann habe ich gedacht, alles klar, hier geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Schmeiß mal an die Maschine. Wenn die F13-Taste jetzt schon anfängt zu glühen, dann ballert da bestimmt gleich noch was rein. Also, gucken wir einfach, was hier geht. Ja, von dem, guck mal da, geht doch auch so. Sibirische Plötze. Bei dem Teil finde ich das so mega geil, dass die unten aussehen wie übergepinselt. Als ob er einfach so mit einem Malerpinsel, ne, hier, einfach mit einem Pinsel so drüber, aber mit einem Pinsel, nicht mit der Rolle, einfach drüber gestrichen haben sie hier. Ja, die muss ein bisschen anders aussehen, mal die mal eine an. Okay, zack, eingescannt, ab dafür, gib ihm. Sehr gut. Ja, darauf hatte ich es ja abgesehen und da stand dann auch im VK stand drin, 1 Meter Tiefe, Borkenkäferlarve mit Caster. Hatte ich ein bisschen rumprobiert, wenig Erfolg gehabt. Dann habe ich gerade auch nochmal dran geballert, Perlengraupe. Dann habe ich jetzt einen größeren Haken genommen, habe dann Borkenkäferlarve und die Köcherfliege dran gemacht. Und was soll ich sagen, Krabäm, Alter, Trophy reingeballert. So gehört sich das. Genau so, direkt zack hier im roten Bereich gewesen. Schweres Gerät. Na, was haben wir jetzt? Alter, mehr davon von den dicken Dingern. Gerne mehr davon. Die hätte ich gerne in richtig dick. So sieht das Setup aus. Ich bin hier mit der fetten Match unterwegs. Das heißt, übertrieben geile Match-Route. Aber ihr könnt euch mit Sicherheit auch hier mit der Stippe hinstellen. Bin auf 4 Kilo Fluorocarbon unterwegs. Also relativ leicht. Kleiner Haken.
Ja, und dann gib ihm, ne? So sieht das Ganze aus. Bisher von der Zeit her, ja, pro Minute ein Fisch, beziehungsweise ein bisschen mehr als das. Das alles auf einer Route, also nur mit einer Route hier unterwegs, ist okay. Ich glaube, wenn man sich hier hinstellt mit zwei Stippen, wenn man da so ein bisschen geübt ist, oder vielleicht sogar mit zwei Matchrouten, könnte das auch funktionieren. Ich schaue mir das vielleicht gleich mal an. Vielleicht klappt das ja sogar. Auf drei gehe ich nicht, das ist mir jetzt zu stressig, Alten. Das machen wir nicht, aber so auf... Wieder eine, ey, 100 Gramm. Finde ich bisher alles ganz okay, weil es vor allem auch noch alles Fische sind, die, ich lasse das tatsächlich so, wie es ist, bis auf den Haken. 15er Haken, Borke, und ich mache das genau wie die andere auch. Hat ordentlich geliefert. Ich lasse aber auf 2,8 Kilo Microbraid. Wir haben 300 Meter Schnur drauf. Tiefe lasse ich auf 80, auf der anderen ist, ist 75 cm. Und dann werde ich die jetzt gleich schön nacheinander auswerfen. Und dann lüppt der Lachs hier hoffentlich gleich im Akkord. Also ausgeworfen, minimal. Das ist schon zu weit, also bis da vorne. Die zwei hinterher, zack, ausgeworfen. Also rot und blau. Hochgedreht, so, Bremse angepasst, weiter runter, müsste passen, 2,8 Kilo, leichter Zuppler schon auf der ersten, nicht gehakt, weiterlaufen lassen. Ja, und jetzt lassen wir das schön hier im Duett laufen, eine nach der anderen, und die, die als erstes abzieht, die wird halt angeschlagen, ne? Eigentlich geil. Matchangeln allen, und das ist halt Match, ne? Das ist halt wirklich mit den beiden Match-Montagen. Man kann das bestimmt auch mit den Bollos machen oder sowas. Allerdings ist bei den Bollos immer der Nachteil oder die Empfehlung bei den Bollos, schneller zu reagieren und die Schnur auch schön auf Spannung zu halten, damit man sofort zack, den Anschlag setzen kann. Klar, natürlich auch wieder abhängig vom Fisch. Manche Fische zuppeln halt dreimal, viermal runter, aber ihr seht hier, alter Falter, ich habe hier richtig Zeit noch gehabt, bis ich da rangehen musste. Das ist jetzt schon mal gut, dass da ein dickerer Fisch dran ist. Auf 2,8 Kilo, vielleicht gehe ich doch ein bisschen dicker dran. Das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu wenig hier. 4 Kilo schmeckt, 4 Kilo schmeckt, kann man machen. Ich glaube, ich gehe gleich einfach auf die, ich gehe gleich auf das andere Vorfach, anderes Vorfachsmaterial. Ich denke, ich nehme gleich diese getarnte Schnüre mit 3,7 Kilo. Gucken wir uns gleich nochmal genau an im Detail. Von der Zeit her wäre jetzt rot eigentlich am ehesten dran, dass die runtergeht. Deswegen geier ich jetzt schon hier nach der Route. Ansonsten kann ich halt immer noch schnell auf die 1 drücken, wenn die blaue gleich runtergeht. Ja, siehst du, da geht sie. Und zack, da haben wir auch schon den Fisch. Und das ist, glaube ich, wieder eine Seelaube. Ne, ein Donauhering. Krass. Also diese ganzen Viecher, ne, das ist halt so wild. Das sind diese ganzen Viecher, die ich alle noch nicht habe. Weißt du was? Ich mache das ein bisschen anders. Ich mache die hier mit der dünnen Schnur. Ich lasse das mit der dünnen Schnur. Ich gehe hier auf den 18er Haken. 18er Haken, Borkenkäfer. Und hier mache ich die Kaster dran. So, hier machen wir das mal ein bisschen anders. Hier gehen wir kleiner und feiner dran. Und auf das andere Gerät, hier gehen wir halt ein bisschen grobmotorischer dran mit dem 15er Haken. Gar nicht so ganz wild anders. Aber dann haben wir hier ja doch nochmal vielleicht die Chance auf dem 18er. Vielleicht eine kleine... Von diesen Mikrofischen, die hier auch rumschwimmen, keine Ahnung, hier Sardinen und was nicht alles. Hier sind ja die wildesten Fische drin. Vielleicht ballert da ja mal was rein. Wäre ja mega gut. Ja, wie gesagt, denn alles, was ich hier als Trophy fange, ist eine weitere Trophy. Und dann geht es halt weiter hier. Ich habe jetzt 63 verschiedene Trophy-Arten bisher gefangen. Das ist halt für mich so ein bisschen die Challenge, noch weitere Trophäen irgendwie zu fangen. Wenn es dann in den Statistiken, gucken wir mal eben hier nach dem Sichling, RS, Sefo, Schläfer, wo haben wir es denn? Stint, Tugun, ach hier ist er doch, hier an der Seite. 1,619 ist genau der. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich schon einen hatte oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ob ich an der Achtuba schon mal einen Siechling hatte als Trophy? Ich würde ja fast sagen, ja, weil der so häufig ist, der olle Siechling. Und gerade anno dazu mal war ja das, das Angeln und Stippen und Poseangeln halt an der Achtuba so übelst populär. Alter. Oh, 544er Donauhering. War so populär. Grün geschlonze. Klappt eigentlich auch immer wieder. Koordinaten gerade nicht im Kopf. Aber wenn man darüber rennt, über den kleinen Hügel, sieht man das eigentlich relativ schnell. Guck mal hier, doppelter Biss, also Anbiss und ja, der zweite hakt dann erst so richtig. Oh, 172. Also bisher muss ich echt sagen, krass. Krasse Fische. Schöne Fische. Und für mich absolut selten, das kommt eben auch noch dazu. Ein paar kleine Haseln, normale Standardhaseln. Ja, nice. Aber was mich halt wirklich interessiert, sind Schwarzmeerseelaube, dieser olle Hering eben noch und die, klar, Rotfeder würde ich, ja, habe ich aber glaube ich schon, Rotfeder, aber sibirische Plötze dann noch als Trophy, das wäre halt mega geil. Und alles andere, was hier am Donetz reinballert, natürlich auch, am liebsten natürlich auch noch der Kürbis. Tja, ich würde hier tatsächlich, das teste ich vielleicht gleich nochmal, ich würde ja auch gerne noch mit Vecchi-Rig durchtesten. Wenn man hier schon mal so eine Stelle hat, wo ja offensichtlich gerade was funktioniert. Frequenz ist ja offensichtlich gerade da. Und ich ziehe auch wirklich nur hier dieses kleine Stückchen. Also ich markiere das mal hier so. Also dieses kleine Stückchen. Oh, ich kann nicht werfen. Nein, nein. Und da geht es wieder hoch. Vielleicht geht es gleich nochmal runter. Ja, ist noch was dran. Ist noch hot, der Fisch ist noch dran. Wenn es jetzt runter geht, oder? Ist jetzt... Doch. Doch noch gehakt, okay. Ja, eigentlich wie gesagt nur hier vorne in diesem Bereich. Wenn es dann zu... Alter, Kürbis! Ich schmeiß direkt nach da hinten. Vielleicht sind da hinten die Kürbisse. Warte mal ab, Alter. Dann ziehe ich den direkt hier auf dem Match raus, ey. Zack, so. Direkt auf Kürbis hier. Ein auf Kürbis. Ein auf 12. So, einen machen wir dahin. So. Und einen auf halb Kürbis. Perfekt. So muss das. So. Jo. Ist natürlich hier, also rechts ist eigentlich schöner. Alle Posenangler sehen sofort warum. Rechts ist schöner zu angeln. Links ist immer ein bisschen tricky. Links müsste ich jetzt eigentlich schon wieder nachziehen. Denn ich habe jetzt schon... Ah, doch noch gekriegt. So wahnsinnig viel Schnur dann auf dem Wasser rumtreiben. Wenn ich denn dann so hoch werfe. Und dann muss man eben schnell einkurbeln. Das heißt, Einhol, oppala, komm, 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 komm. Oh, zu spät. Einholgeschwindigkeit natürlich immer auf maximal. Bremse dementsprechend anpassen. Immer erst die Bremse locker lassen. Dann langsam hochdrehen, wenn man mal einen fetten Brocken dran hat. Und dann, wenn es soweit ist, ja, wie gesagt, schnell einkurbeln mit Shift, wenn der Fisch die Pose runterzieht und dann hakt es in der Regel. Bei dem Bolo-Angeln ist es in der Regel allerdings auch schwieriger mit diesem Selbsthakeffekt. Das ist halt das Geile beim Match. Was war das? 60, 65, ich glaube 60% kommt man aufs Match-Angeln. Ja, ja, so ist gerade der Stand der Dinge. Ich würde ja sagen, wir gucken gleich nochmal in den Kescher rein. Aber ich will hier erstmal noch nicht weg. Also würde ich sagen, machen wir einen Break. Gucken dann gleich in den Kescher. Ich ziehe hier nochmal ein bisschen was raus. Ja, bis gleich. Ja, es wird so langsam Abend. Und ich habe mir dann doch nochmal den Stress hier angetan. Vecchi-Rig rauszuholen. Habe hier einen 6er-Haken dran gemacht. Auf der UL. Und zack, guck mal, da ist sogar was reingeballert direkt. Ja, und es geht einiges rein. Auch auf der Vecchi-Rig. Ist gar nicht schlecht. Na, kriegen wir den noch gehakt? Ne, war zu spät. Auch auf der Vecchi-Rig. Also man kann es hier durchaus mit Vecchi-Rig probieren. Ich hatte gerade auch schon einen kleinen Kürbis dran. Kleinen Kürbiskernbarsch. Also da geht was. Ich hoffe natürlich so ein bisschen hier auf die Hoppala. Was war das für ein komischer Flip? Ich hoffe natürlich so ein bisschen auf die schönen großen Kürbiskernbarsche. Die wären natürlich mega. Und gerade jetzt hier halt in den Abendstunden hatte ich da jetzt meine Hoffnung, dass da ein bisschen mehr noch geht.
Gleich wenn es dunkel ist, begebe ich mich dann nochmal schnell zum Café. Das heißt, wir ziehen das jetzt hier nochmal eben durch. Zack, doch noch gehakt, jawohl. Es ist tatsächlich deutlich schwieriger und stressiger, wenn man das jetzt hier so macht mit drei Routen. Muss man sich nicht wirklich antun. Wenn man da halt Bock drauf hat oder halt ein bisschen was rausziehen will, dann muss das so sein. Aber ansonsten muss man sich den Stress, glaube ich, nicht geben. Mal eben zum Testen nochmal hier jetzt. Jetzt ist eigentlich schon dunkel. Bisschen Zeit hätten wir, glaube ich, noch. Aber ja, ich glaube, so richtig viel geht da jetzt nicht mehr. Also, ich würde sagen, ich mache mal eben jetzt hier den Abflug kurz zurück zur Base. Und dann gehen wir aber auch ohne Umwege direkt zum... Oh, da kommen noch welche. Direkt zum... Und das war's. Okay, direkt zum Fischmarkt. Tja, also, fetter Siechling hat sich also gelohnt. 1,6 Kilo, 60 Zentimeter lang, 60 Zentimeter langer Prügel, Alter. Das ist krass. Wie gesagt, das sah, also ich war wirklich überrascht. Dass ich war, also das wäre, glaube ich, so wäre angemessen. Wirklich so ein Riesenbrocken. Krasses Ding. Sonst denkt man ja immer, das sind sogar so kleine mit 400 Gramm oder was. Nee, aber da, also das wäre wirklich so von der Darstellung her deutlich angemessener. Ein Riesenbrocken gefühlt auf dem Nestiwurm an der Achthuber. Nee, guck mal. Jetzt bin ich ja gerade platt. Warte mal. Der hat exakt das gleiche Gewicht. Der hat exakt das gleiche Gewicht. Ich habe einfach exakt das gleiche Gewicht nochmal gefangen. 1,619 Kilo. Nee, Alden. Ha, wild. Krass. Naja, also gucken wir mal. Was hat denn das Ganze jetzt gebracht? Fangzeit 45 Minuten. Ja, 45 Minuten. Bisschen rumprobieren. Ich sag mal eine gute halbe Stunde mit effektivem Angeln. Die Frequenz zwischen unmaßigen und dann kommen wir hier zu den maßigen und schwereren ist okay, ungefähr 50-50, also noch nicht ganz ideal. Siechling als Trophy ist jetzt auch nicht der Oberburner. 25 Silber immerhin, schönes Ding, schmeckt. Da sind die Donauheringe, muss ich sagen, doch deutlich interessanter. Ich glaube, wenn man damals einen Spot hat mit Donauheringen, überleg mal hier, Alter, ein Zehner pro Hering. Das ist richtig geil. Ähnliches zählt eben auch für die sibirische Plötze, hier mit 900 Gramm. 13 Tacken, auch das ist super. Und ich muss sagen, für dieses super entspannte, ganz gechillte Rumgestippe sind 150 Silber natürlich auch echt fair. Also ich denke, man kann hier am Donetz doch ganz gut Kohle machen. Schön gechillt mit der Stippe. Dünnes Vorfach. Ich gehe nochmal kurz aufs Set ein. So war das erste Set. Fluorocarbon komplett, 15er Haken. Dann hatten wir hier das zweite Set. Auch relativ simpel aufgebaut, simple Schnur. Sehr, sehr dünnes Microbraid als geflochtene Schnur. Als Vorfach die dünnste Schnur im Game. Aber auch hier diese monophile Schnur wäre durchaus eine Möglichkeit als Vorfach. Wenn man da drauf geht, hier auf Monophil, das ist die Invisible-Schnur, hier hat man es, diese durchsichtige, nicht ganz so dick wie Fluorocarbon, also das Ding könnte man auch halt durchaus nehmen. Ja, und dann natürlich auf Ultralight oder eigentlich auf, ich war eigentlich drauf und dran, auch die meine Vexilla zu nehmen, also ganz normales Medium-Hard. Ohne Bonus, eine ganz normale, leichte Route sozusagen, eine einfache Route. Aber dann bei der Wechsel halt plus eben auf Wecki-Wurm, auf dem Wecki-Montage. Ich habe jetzt einfach mal mit Ultralight probiert, 4,4 Kilo Vorfach, auch da sehr, sehr dünn unterwegs gewesen.
weniger Scheuchwirkung bei den ganzen kleinen Fischen macht, glaube ich, Sinn. Ja, so der Stand der Dinge. Ich würde sagen, wenn auch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das Ganze hier geholfen hat. Immer gerne reinballern, Alden. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri.